Hallo ihr Lieben, Ju von Guru und von Karl Fit and Soul Food. Kennt ihr wahrscheinlich auch schon, weil ich ja schon häufiger mal von Karl von Fit and Soul Food hier gesprochen habe auf dem Kanal. Aber bei welchen Videos war das eigentlich? Bei denen, wo was in die Mikrowelle gekommen ist. In die Mikrowelle oder jetzt fällt es mir auch gerade wieder ein, Kinderkarts und dieses Kindereis. Genau, ich bin der dieses Kinderkarts Kindereis-Sandwich vorgeschlagen hat. Und Karl hat einen super coolen Kuchenkanal auf Instagram. Würdest du sagen, ist ein Kuchenkanal oder? Ja, so Backkanal, Back. So. Müsst ihr mal vorbeischauen, das alles vorbei. Ist ganz gesund. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, wenn ich mit Karl was teste, dann fangen wir erstmal an mit Kuchen. Und wir haben zum einen die, ja, die zeigt euch Daniel jetzt, die Milka Tender. Die ganz normalen, aber was wir jetzt im Vergleich testen wollen, sind Milka Tender mit Haselnuss. Wer kennt's noch? Und ich kann sogar verraten, woher die kommen. Die kommen aus Frankreich und besorgt hat die der Candy Bar Collector auch von Instagram. Kenn ich auch, ja. Heute, er kennt's auch, ist cool, ne? Heute ist ein Instagram-Video. Und ich gehe mal ein bisschen weiter auf zurück. Ich bin viel kleiner als Karl, glaube ich. Oder du siehst jetzt, ich habe kleiner aus. Geachtet. Ich fühle mir gerade mal auf, weil eigentlich ich bin eigentlich hier soll, der. Soll ich die mal aufmachen? Ja, mach die mal auf. Wir testen jetzt für euch heute Milka Tender mit Haselnuss, neu in Frankreich. Die haben übrigens 37 Gramm und Zutaten seht ihr wie immer am Ende, Nährwerte und genau. So weiter. Ich finde das auch so erstaunlich. Hier steht neu drauf, aber die Franzosen haben tatsächlich was bekommen, was sie noch nicht hatten. Man denkt ja häufig mal, im Ausland ist es so. Deutschland bekommt ja immer alles viel später. Richtig. Jetzt kommen die Franzosen was später. Und Milka mit Milch kennen wir. Aber Haselnusscreme hatten wir früher auch mal, aber ich meine, die gibt es nicht mehr. Wir probieren es hier heute, glaube ich, nicht. Ja. Aber ihr müsst übrigens auch mal, wenn ihr Milka Tender probiert, steckt es mal kurz in die Mikrowelle. In die Mikrowelle. Und dann mit Gabel essen. Lecker. So. Ich gebe dir mal eine. Ah, danke dir, Karl. Genau, nehme ich gerne. So, dann. So 37 Gramm Riegel, eigentlich gar nicht so klein. Eigentlich gar nicht so klein. Kalorien hast du schon gesagt, du warst auch ein bisschen verwundert. 167, irgendwas, 170. Ein bisschen, ja. Gar nicht so wenig. Anderthalb Duplos oder? Aber wir sind ja, ich habe übrigens Geheimnis vom Junkfood-Guru ist, er wohnt im obersten Stock. Da müsst ihr viele Treppen laufen. Fast fünfte Etage und das hilft so ein bisschen. Und riecht sehr lecker. So dieses typische Tendermuster. Ja, super schön. Schmilzt sofort in der Hand. Oh. Ja, das ist echt. Ja, hier sind auch noch. Hier ist noch ein bisschen Restsommer hier. Oberste Etage oder so ein bisschen Restsommer in der Wohnung. Probieren wir? Ja. Ich schmecke jetzt nicht so einen großen Unterschied. Also, es ist ein bisschen schwierig, die Haselnusscreme herauszuschmecken, aber. Alleine Schokolade und dieses Aroma ist intensiv, dass man die Haselnuss irgendwie. Aber es kommt zum Schluss und es kommt ein Stück raus. Ja. Es ist so dieses ganz typische Tender eigentlich. Ja, absolut. Blind würde ich nicht rausschmecken, glaube ich. Und es ist aber auch absolut saftig auf jeden Fall. Das ist es. Ich muss jetzt nochmal hier in Milch reinbeißen. Vergleich das mal. Und vergleich es nochmal. Der fällt schon auseinander. Die Milch, der Milka-Milch-Tender löst sich schon auf. Aber ich da irgendwie ein anderes Gefühl im Mund bekomme. Aber der hat tatsächlich ein anderes Muster. Oh. Stimmt gar. Wir haben mal dreifach, einfach. Interessant. So. Ich muss sofort sagen. Das ist wahrscheinlich auch Herstellprozess. Hier ist das Muster so ein bisschen auch verrutscht. Milchtender schmeckt mir viel, viel besser. Schmeckt dir besser? Schmeckt mir feuchter. Ich habe irgendwie feuchter, sapschiger, fülliger, cremiger, mehr Geschmack. Diese Milch ist sehr süß. Haselnuss ging irgendwie unter. Haselnuss schmecke ich nicht raus. Ja, ich also nicht, es ist lecker, aber nee. Es kommt nicht raus. Milka Tender Milch bekommt von mir 9 Punkte. Was bekommt Haselnuss von dir? Also wenn ich es jetzt nur so bewerten müsste, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, sogar auch eine 9 geben. Aber im Vergleich dann wahrscheinlich eher so eine 7,5. Alles klar, bin ich dabei. Ich schließe mich an, Milka Haselnuss 7,5, die Tender Edition und Milchcreme bin ich bei. Bei 9. Super lecker. Ihr Lieben, hier oben könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ich schreibe euch den Link von Kali auch auf sehr Instagram lieb, rein. Danke dir. Fit and Soul Food. Auf YouTube bist du ja nicht, ne? Nee, auf YouTube bin ich nicht, aber schaut unbedingt mal vorbei, wenn es euch gefällt. Gerne auch ein Abo da lassen. Ich freue mich echt. Viel Arbeit. Und wir drehen jetzt noch ein paar andere Videos für euch. Das lohnt sich. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.